Ich bin Lisa von Mannheimer Morgen und wir sind heute hier im Sanitätshaus Fuchs und Möller, weil wir den Niklas begleiten, der ist 8 Jahre alt und bekommt eine ganz neue Armprothese, die es noch nie vorher in Deutschland gab. Und wir schauen mal, wie er sie testet und wie er sie ausprobiert. Ja, das ist eine myoelektrische Prothese und das Besondere an der Prothese ist, dass sie quasi komplett aus dem 3D-Drucker ist, was sie in erster Linie erstmal sehr, sehr leicht macht und bestimmte Möglichkeiten bietet, wie zum Beispiel eine Belüftung. Das heißt, hier kann durch diese Struktur eben auch Luft an den Stumpf kommen und dementsprechend schwitzt man nicht so stark. Wow, die sieht ja geil aus. Nochmal schließen. Der Hero Arm funktioniert einmal in erster Linie wie bisherigen Prothesen auch. Das heißt, wir haben 2 Elektroden im Schaft. Die sind jeweils auf den Muskelgruppen angebracht. Das heißt, wir gucken in erster Linie mal, wo ist ein gutes Muskelsignal. In jedem Muskel fließt ein kleines Mühstrom. Das wird quasi ausgelesen und wird dann in eine Bewegung umgewandelt. Wir haben auf den Streckern eben die Hand wird geöffnet und auf der Beugermuskulatur sitzt die Elektrode für das Schließen der Hand. Die Prothese kann jeder bekommen, im Alter ab 8 Jahren, hoch bis auch zu den Erwachsenen. Wir haben sie jetzt erstmal für ein Kind benutzt, weil es einfach gerade auch eine Lücke schließt, die momentan nicht bedeckt ist. Wir haben also Kinderhandsysteme aus dem ursprünglichen System, Myobox-System. Die sind aber von der Griffkraft, von der Griffgröße und von der Griffweite deutlich eingeschränkt. Und in dem Übergang zum jugendlichen Alter gab es eigentlich kein System, was wir jetzt nutzen konnten. Und warum hast du dir das ausgesucht, das da von Black Panther? Weil das nämlich auch geiler aussieht. Geiler aussieht. Hast du gesehen, es gibt auch Iron Man und so. Mhm. Aber das hat dir besser gefallen? Mhm. Willst du was draus bauen? Ja. Okay, willst du mal mit der Prothese probieren oder lieber ohne? Ja. Strengt sich noch an, oder? Das ist schon ein bisschen schwer. Mhm, ich bekomme auch keine Luft fast. Echt? Wie ist es in der alten Prothese gewesen? Auch nicht gut. Auch nicht gut? Ja, da bekomme ich keine Luft. Ich konnte nur das. Mhm. Musste das anstrengen. Okay. Und jetzt ist es ein bisschen besser? Mhm. Wie lange brauchst du, bis du voll gut mit dem Arm klarkommst? Ich glaube so 2 oder 3 Tage. 2 oder 3 Tage? So schnell! Die er jetzt gekriegt hat, ist die 3. Prothese und er kommt mit der jetzigen Prothese recht gut klar. Wir sind selbst überrascht, weil es sehr schnell hat das aufgenommen, wie das funktioniert mit der Prothese. Mit der 2. Prothese hat er ein bisschen Probleme gehabt, obwohl die Hälfte der Funktion hatte. Also er konnte nur 3 Finger zum Beispiel bewegen. Das war ihm aber zu langsam und war auch zu schwer und war nicht so ganz zufrieden damit. Reinzufallen. Ja, er wünscht sich einfach nur, dass er mit diesem Arm, also mit dieser Prothese, das machen kann, was er vorher nicht machen konnte. Sprich, sich die Jacke selber einzufädeln, den Reißverschluss. Oder beim Socken anziehen, dass er da halt beide Hände für benutzen kann. Ja, und dass er eben halt ein bisschen mehr oder besser akzeptiert wird. Das ist unser größter Wunsch eigentlich so. Wir merken, dass er eben halt so ein bisschen außenstehend ist. Ja, und leidet. Und leidet, ja, aber ich meine jetzt außenstehend, dass er eben halt so nicht integriert wird von den Kindern, auch bei uns im Ort nicht. Ist zumindest unsere Vermutung, weil die distanzieren sich alle von uns, also von ihm. Und da hoffen wir jetzt, dass da eine Besserung kommt.